Ja, oder mal.
Hey, du kannst nicht gut tragen! So! Ja! Das ist bei einem anderen schöner, komme ich die. Patrick, vielen Dank fürs Kommen nach dem Spiel. 3-2 verloren beim Tabellenführer. Ja. Lange hätte es vielleicht auch noch ausgeschaut zum 2-2, zum Punktgewinn. Ja. Wie siehst du so selbst das Spiel heute? Weil grundsätzlich, glaube ich, geht der Sieg schon in Ordnung. Ich glaube, mit Sicherheit, ja. Rein Chancen plus, wenn man sagt, geht ganz klar an Lue. Nichtsdestotrotz, wir haben alles reingehauen, wir haben alles in unsere Möglichkeiten, die wir haben, haben wir reingeworfen. Und ja, auf einmal ist er total sitzig gespielt worden, keine Kontrolle mehr von Lue. Und dann, ja, mit dem 2-2 schnuppern wir irgendwann eine Sensation, dass wir einen Punkt mitnehmen, ja, man glaubt dran. Aber schlussendlich sind es dann zu viele Fehler, die wir machen. Und dann einfach ja, nochmal verdient die Niederlage aufgrund von den Chancen plus, klaren Chancen plus. Weil ich glaube, wenn 47. Klaus ein richtiges Brett vom Aargauer. Und ich glaube, da, wenn es 3-0 steht, dann ist die Messe gelesen. Aber du hast es gerade schon richtig gesagt, also kämpferisch alles reingeworfen. Absolut, kann man, ja, euch, kann man euch nur gratulieren Gruppe, ja, zu dieser Vorstellung. Mhm. Jetzt Winterpause, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Tabellensituation ist ein bisschen angespannt. Mhm. Was macht man, will man anders machen fürs nächste Jahr? Weil grundsätzlich wissen wir, wo wir herkommen. Wir haben von vornherein vor der Saison gewusst, es wird eine ganz harte Saison für uns. Wir sind ein bisschen überraschend aufgestiegen. Dass es knallhart hier unten geht, war uns bewusst. Von daher würde ich sagen, dass es völlig überraschend kommt. Das ist nicht der Fall. Wir haben auch sehr viele Verletzte gehabt. Und jetzt, was will man anders machen? Ich glaube, Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, dass wir weniger Gegentore kriegen. Ich glaube, wir haben jetzt 58 Gegentore gekriegt. Das ist einfach zu viel. Ne? Wenn wir punkten wollen, dann müssen wir es defensiv stabiler lösen. Das werden wir schaffen. Werden wir doch noch den einen oder anderen Punkt holen. Ob es dann reicht, dass wir die Klasse halten, das wird man sehen. Schauen wir mal. Ich wünsche es euch. Danke, es hat Spaß gemacht mit euch heute. Danke. Als Gegner. Vielen Dank fürs Kommen und guten Nachhauseweg. Danke. Und viel Erfolg fürs nächste Jahr. Danke. Okay. Danke. Patrick. Danke. Ciao. Servus. Klaus, danke fürs Kommen. Den Fluch der 2-0-Führung jetzt gebrochen durch den 3-2-Sieg. Ja. Ja. Gebrochen. Aber warum kommt es überhaupt immer so weit? Du führst 2-0 und hörst das Fußballspielen auf. Ein bisschen unverständlich, aber im Endeffekt haben wir gewusst, es wird ein schwieriges Spiel, weil die Bedingungen auch nicht die einfachsten sind und es wird ein Kampfspiel. Und nach dem Spiel 3-2-Sieg, muss ich sagen, ist verdient, weil wir noch einiges am Bretter liegen haben lassen. Und für uns zählen jetzt nur die 3 Punkte und jetzt ist jeder froh, dass er endlich mal in der Winterpause gehen kann. Also die Chancenhoheit war ja gegeben, es war ja Chancen auf 5, 6, 7 Tore. Also ja, es macht man nicht absichtlich, dass man daneben schießt, aber es ist ja schon. Aber das ist ja gut, dann weiß man wenigstens, wo wir jetzt dann nach dem Winter angreifen müssen, wo wir arbeiten müssen. Und es gibt viel zu tun, aber dafür haben wir eine gute Vorbereitung, haben ein straffes Programm
und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Jawohl, aber jetzt geht es erstmal in die verdiente Winterpause, wie du gesagt hast, so Weihnachtsfeier und dann einfach mal ins gute Jahr. Ein paar Tage. Jawohl, dann wünsche ich viel Erfolg fürs nächste Jahr, guten Rutsch und ebenso. Wir sehen uns, gell? Danke.